die erste von zwei Folien, die ich heute Ihnen bringe, da diese Kurve zwei Welten verbindet. Das ist Elektrizität und Schall. Ich bin vielleicht eine Seltenheit unter Ihnen, da mein Hintergrund eine Mischung von Tontechnik, Musik und Elektrotechnik ist. Deshalb finde ich das sehr spannend, diese zwei Welten, und sehe dabei viele Gemeinsamkeiten. Genau. viele Gemeinsamkeiten, und deshalb möchte ich für heute Sie Ihnen das Stromnetz vertönen. Okay, ich bin auf der... Jetzt nochmals. Was wir hier haben, ist eine Sinuswelle. Man könnte auch eine Cosinuswelle sagen, obwohl das ja startet von Null, also Sinuswelle. Und daraus könnten wir sagen, es hat eine bestimmte Schwingung pro Sekunde, also eine Frequenz, und musikalisch gesehen eine Tonhöhe. Dann es hat auch eine bestimmte Amplitude oder eine Lautstärke, musikalisch gesehen. Und wir könnten sowas nutzen, um das Stromnetz zu modellieren. Wir nehmen das Verbundnetz, europäische Verbundnetz, ist auf 50 Hertz synchronisiert. Und wir alle, die hier die Menschen sind, könnten ab 20 Hertz was wahrnehmen, wo das ziemlich niedrig ist. Und es hängt auch davon ab, wie gut die Anlage ist. Deshalb, wenn wir das uns anhören, das wäre 30 Hertz, kann man noch nicht viel hören. So machen wir 50 Hertz, noch nicht, ah, das kommt. Okay, das sind 50 Hertz, kann man, ne. Also wir machen das ein bisschen, wir machen die Frequenz ein bisschen höher, sodass wir das wahrnehmen können. Also wir oktavieren das zweimal. Also von 50 Hertz haben wir jetzt 200 Hertz. Okay. Das wird nicht angenehm, die ganze Zeit zu hören. Aber wir machen also, ob das unsere Netzfrequenz wäre. Okay? Okay. Jetzt. Das ist eine Theorie. Das ist pure Theorie. In der Realität gibt es keine pure Sinuswelle oder Sinussignal. Was wir als Ton wahrnehmen, ist in Wirklichkeit ein Zusammenklang von verschiedenen sich überlagernden Schwingungen, die wir als Oberschwingungen oder Obertönen bezeichnen, oder auch auf Englisch Harmonics. Und was, wie hört sich das an? Nicht so angenehm, aber das passiert. Genau, das passiert, wenn wir zum Beispiel ein Gerät mit einer Basics-Brücke an Netz anschließen. Dann werden sich vor allem und gerade Harmonics werden sie entstehen. Und dabei von unserer schönen sinnige Sinuskurve entsteht etwas, ein bisschen deutscher, so
quadratische. Und es klingt auch nicht so angenehm. Noch was für unser Modell. Wir sagen, wir haben jetzt hier, okay, 50 Hertz, aber die Netzfrequenz ist nicht immer nagelgenau 50 Hertz. Es schwenkt so ein bisschen und im Normalbetrieb ist es bis plus minus 10 Millihertz Frequenzabweichung erlaubt, also keine Regelenergie wird benutzt. Und wir könnten das auch modellieren, zu hören, wie wäre das? Also in diesem Fall, statt 10 Millihertz für 200 Hertz wäre das dann 40 Millihertz. Kann man nicht wirklich hören, also ich übertreibe das. Okay. Ich bin sicher, innerlich Sie sagen, ja, das Modell ist nicht ganz richtig, weil dieses Signal ändert sich sehr regelmäßig. Und wie die Abweichung funktioniert, das kann man nicht genau sagen. Ich meine, es ist nicht eine konstante Frequenz. Okay. Und das ist, wie gesagt, das ist im Normalbetrieb. Also wir erwarten keine große Frequenzsprung, aber es kann sowas passieren. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, Sie hören das. Die rechte und linke Seite. Ja? Also jetzt haben wir ein System Split und was passiert dann? Ist das auf einer Seite mit weniger, mit mehr Lasten wird die Frequenz abfallen und auf der anderen Seite steigert die Frequenz, weil es mehr Erzeugung gibt. Okay, was machen wir jetzt? Okay, was Regel? Ah, warte mal, ich sehe was. Wir haben eine Schwarzstandswegeanlage hier. Vielleicht könnten wir dann das Netz wieder synchronisieren. Wie wäre das? Ja, wenn Sie den Ton, wenn Sie den Ton geben, dann könnten wir vielleicht. Wir brauchen den Mikrofon. Warte mal, aber das ist unsere FNN Schwarzwegeanlage. Dankeschön. In mein Leben retten. Also Sie müssen dann tief atmen und den Ton richtig geben. Okay, ich versuch's mal. Nicht ein Blackout haben oder wie ich das jetzt nenne, ein Silent Shock. Aber ich möchte mit meinem Vortrag nicht in einem
so in eine dramatische Lage ihn lassen. Deshalb habe ich etwas gebracht. Einen Moment, so dass wir in einem guten Ton den Vortrag beenden können. Dann muss ich hier kurz. Okay, ja. Also. Nochmals. Ja, ich habe meine eigene Schwarzstadtswegeanlage gebracht. Entschuldigung. Das geht. Genau, das ist jetzt das Richtige. Und daraus könnten wir etwas zusammen machen. Also zum Beispiel. Vielen Dank. Okay.